Dynamo TV wird präsentiert von Verticalis und Hamburger Personenauffangnetze. Und aus Borussia Dortmund endlich wieder mal deutscher Meister. Matthias Sammer, selten hat einer Fußball so gelebt wie er. Das Selbstbewusstsein und der Wille, Titel zu gewinnen, hat den Ursprung ganz eindeutig bei Dynamo Dresden. Vorbild ist ein gutes Stichwort. Ihr Vater Klaus war selbst ein erfolgreicher Fußballer und später sogar Ihr Trainer. Der Film aus dem vergangenen Jahr 2019 über Toni Kroos zeigt, was so ein Spannungsverhältnis Vater-Sohn, in dem Fall Söhne, dass das auch emotional ein bisschen was kaputt machen kann, wenn der Vater zu ehrgeizig ist und der Fußball extrem im Mittelpunkt bei der Beziehung steht. Wie war das bei Ihnen und Ihrem Vater? Sie haben zusammen gelebt, Sie waren schon Profi, Sie waren ein Ausnahmetalent. Ist das schadlos vonstatten gegangen? Was geht schon schadlos im Leben vonstatten, egal ob man das hatte oder das hatte. Man lebt in diesen jetzt 52 Jahren natürlich wunderbare Situationen. Die Familie in Dresden geprägt, die eigene Familie, drei gesunde Kinder, eine Ehefrau, wie du das hättest nur wünschen können. So lebst du heute aber zwangsläufig gewisse Brüche auch, die Wendezeit mit 30, Infektion, Karriere beendet von heute auf morgen, erstmal wieder im Alltag mit 32 Trainer geworden, völlig verrückt. Dann 2016 eine kleine Geschichte im Kopf, die eine ganz simple Ursache hatte, die alles dann in der Verarbeitung natürlich einen prägen. Und aber ich hatte nie das Gefühl, außer dass Fußball bis heute ein Bestandteil großer Liebe, Leidenschaft in Verbindung natürlich zu den familiären Aufgaben, die ein Vater hat, darauf zu achten, dass diese Balance auch eine gewisse Gesundung hat, hatte zwangsläufig in der Geschichte speziell meines Vaters auch, meiner Mutter, auch mit meiner Schwester. Fußball war ein starker Bestandteil unserer Familie und natürlich fühlt sich vielleicht mal die Ehefrau vielleicht mal ein bisschen zu kurz. Vielleicht hat meine Schwester auch mal gesagt, Mensch, verdammt nochmal, hier geht's noch um Fußball. Das kann ich heute nicht mehr einschätzen, weil es mich ja auch betroffen hat. Nur, ich hatte nicht eine Sekunde das Gefühl, dass speziell mein Vater irgendwo mich in etwas reinstecken wollte, was ich und wer ich auch nicht bin, sondern im Gegenteil, er hat es beobachtet. Er hat kleinste Hinweise, Korrekturen gegeben und war nie derjenige, der irgendwo die treibende Kraft war. Ich glaube, das ist dann in einer gewissen Art und Weise möglicherweise gefährlich, aber das habe ich nie empfunden, sondern eigentlich dieses warme, wohlfühlende, auch aufgefangen sein, wie man so schön eigentlich Familie beschreibt. Ihr Vater hat das genauso beschrieben. Ich hatte das Gefühl, er hätte Diplomat werden können. Er hat nämlich gesagt, dass er sehr, sehr früh erkannt hat, dass sie ein unglaubliches Talent sind. Er meinte, er war damit auch nicht allein auf der Welt. Das war schwer zu übersehen. Aber Neider, er war selbst Trainer, das war ein besonderes Spannungsfeld. Er meinte, er hat ihre Schwester und ihnen schon viel Freiraum gegeben, ihre beiden Eltern, um ihnen eine möglichst schöne Kindheit zu gewähren. Er hat nur darauf geachtet, dass sie nicht rauchen und trinken. Ja, wobei er selber, also geraucht habe ich früher schon mal mit dem einen oder anderen im Keller. Klar kam er gerade mit zwei Eimern Wasser und wollte sein Auto waschen. Ich glaube, wie es so ist, die Jungen streicheln, das ist ja nicht das klassische Rauchen. Und später, als ich dann so in die Jugend, 16, 17, und so in der Woche über war, das habe ich dann immer auch beibehalten, Alkohol nie,
Thema Richtung Wochenende dann schon ein bisschen. Das haben wir auch gemacht. Und er hat dann schon immer so, wenn wir zusammensaßen oder so, ein bisschen Bier oder so, das hat er schon clever gemacht. Aber das wollte ich eigentlich nicht, weil zu Hause eigentlich bis heute, bei uns spielt Alkohol keine Rolle. Macht es Sie stolz, dass Ihr Vater Ehrenspielführer von Dynamo Dresden ist und mit einem XXL-Porträt im Stadion in Dresden hängt? Grandios. Da ich jetzt ein bisschen mehr Zeit habe, weil ich mir die Zeit nehmen wollte, um über das, was wir jetzt heute tun, ich weiß nicht, ob es möglich gewesen wäre, wenn ich jetzt noch Sportvorstand bei Bayern wäre oder irgendwo getrieben bei Borussia Dortmund. Ich weiß nicht, ob ich mir die Zeit genommen hätte, dann so ein Gespräch zu führen. Und zwangsläufig würde ich es auch nicht mit jedem tun, weil ich mich auch ein bisschen zurückhalte, mehr beobachte, aber vielmehr auch mein Leben ein bisschen stärker reflektiere, Dinge zu verstehen, Schönheiten dann auch wirklich so wahrzunehmen, wie sie sind, nicht sich allein an Titeln zu messen. Und dieser Bestandteil ist jetzt für mich prägend. Und wann immer, im Moment läuft es ja leider nicht so gut und es tut mir auch ein bisschen weh, aber wann immer Dynamo spielt und freitags 18:30 oder Samstag 13 oder Sonntag 13:30 gucke ich rein. Und wenn man reinschaut, schaut man ja anders. Natürlich, wenn das Spiel dann läuft, ist das Spiel ein Bestandteil und man guckt, ah, das machen sie gut, ah, das können sie vielleicht besser machen, wie so ist, gar keine Frage. Aber wenn dann so von so einem Weitwinkel, ich weiß ja gar nicht, ob man das nennt, und du siehst es da und sie hängen da, dann bin ich nicht nur sehr stolz auf meinen Vater, sondern da muss ich sagen, und das ist mir auch ein echtes Bedürfnis, das ist ja alles nicht so einfach und womöglich geht es auch Richtung dritte Liga. Das kann ja passieren, aber Ralf Minge möchte ich da explizit auch nennen, der dort vieles in Verbindung mit den Fans, das ist ja immer so schön gesagt, und die Fans und da, hier und da und Wappenküssen, das machen ja viele, gar keine Frage, aber ist da etwas, was man da oben wiedererkennt, was einfach schön ist, und dass Vater da hängt, das kann man gar nicht mit Worten beschreiben, wenn sie wissen, und sie haben ja auch ihre Wurzeln und haben dann die Wurzeln mal verlassen und es bleibt ihre Heimat, es ist nicht mehr mein Zuhause, aber es ist meine Heimat, dann müssen sie auch verstehen, was das letztendlich mit einem macht, was das bedeutet. Und wenn Vater da oben hängt, aber nicht Vater allein, sondern die Geschichte dieses Clubs, die du selber ja in deinen Anfangsjahren mitgespürt hast, ob Hansi Kreische, Reinhard Häfner, mit dem ich wirklich sehr, sehr gerne zusammengespielt habe, der ja auch wirklich für mich ein wichtiger Ratgeber war, Dieter Riedl und all die anderen Recken da oben, dann ist ihr Leben und ihre Geschichte irgendwo rund, weil diese Bilder in Verbindung zum eigenen Denken, der eigenen Geschichte, lassen etwas lebendig sein. Und was Dynamo da gelungen ist, mit diesen wirklich fantastischen Spielern in der Geschichte, die diesen Verein geprägt haben, ist fantastisch. Hatten Sie ein Vorbild, ein Idol in Ihrer Kindheit, Jugend? Zwangsläufig hat man Idole und auch Vorbilder. Und für mich war aufgrund der Tatsache, was ich vorher gesagt habe, mein Vater sehr, sehr starker Partner. Und ich kann mich gut erinnern, früher hat man ja die Fragen relativ oft gestellt bekommen, war Ihr Vorbild. Und ich habe immer eigentlich meinen Vater genannt, weil die Kombination zu dessen, wie er auch vom Stellenwert ja in Dresden, wenn du da als Kind mit ihm durch die Stadt oder da zum Essen, und wie er in dieser Stadt auch mit Achtung und Respekt begleitet wurde, das ist prägend. Und da denken sie, wow,
das ist dein Vater und das ist das eine, das ist das Familiäre, aber sportlich, die reden über Sport und Langer und Spitzname und da und wie und am Wochenende. So, und wir hatten ja auch dahingehend generationenübergreifend die Weinstube in Dresden, den Rebstock, wo ich dann schon als Kleinster, bis ich dann auch selber das ein oder andere Weinchen getrunken habe. So, das sind ja Themen, die in der Verbindung sehr stark verbunden sind und ja, dir zeigen, was da auch wirklich gut gelaufen ist. Deshalb war Vater irgendwo ein Stück weit ein Idol. Aber für mich war in meiner Jugend Dynamo Dresden eigentlich das gesamte Idol, wenn du die Mannschaft durchgegangen bist, Klaus Boden, dann Libero, Dixi und Frank Hanserra, Sigmar Wetzlich und Mittelfeld, Häfner, Schade, Greiche, später Gerd Weber, Riedel, Kotte, Heidler und Matthias Müller, später über die Seiten und dann hast du ja selber gespielt und Das war so in meiner Jugend, war neben der Situation meines Vaters eigentlich Dynamo Dresden mein Idol. Langer, der Spitzname Ihres Vaters, weil er so groß ist für Menschen, die Ihren Vater noch nicht gesehen haben. Genau. Vor allem bodenständig ist Ihr Vater. Er hat sich immer in Dresden bewegt, mit dem Rad gefahren, geht mit dem Hund an der Elbe spazieren. Ist das eigentlich das größte Kompliment, was man einem Menschen machen kann, dass trotz dessen, dass er so erfolgreich war, dass er sich immer irgendwie, also dass er nie vergessen hat, wo er herkommt? Das ganze Leben ist ja zwangsläufig auch eine gefühlte Sache. Und er hat ja damals, ist in Gröditz groß geworden und mit seinen Schwestern haben wir ja dann auch immer so ein bisschen diskutiert. Und nicht weit weg von hier wohnt ja eine Schwester von ihm am Tegernsee und wir tauschen uns sehr oft aus und zwangsläufig kommst du natürlich auch immer wieder auf die Geschichte der Kindheit und er ist ja auch ohne Vater groß geworden, nur mit seiner Mutter und mit seinen zwei Schwestern und der Wechsel damals zum Fußball, den die Mama gar nicht erlauben wollte eigentlich und dann trotzdem in Dresden groß geworden zu sein, hat ihn sehr stark geprägt und ich glaube, dieses Gefühl, auch Erniedrigungen, die er auch erleben musste, dann war er in diesem Verein, war Spieler, dann Trainer, dann erste Mannschaft, was er eigentlich gar nicht wollte, weil er wusste, auch im Nachwuchs, da fühlt er sich richtig aufgehoben zu Hause, dann wurde er dann so zwangssuspendiert nach Meißen irgendwo in ein Trainingszentrum und ist dann erst Jahre später zurückgekehrt. Er hat ja sehr viel erlebt, nicht nur er, aber die Liebe und das Gefühl zu dieser Stadt waren immer stärker und das hat er einfach nur gelebt und er hat es deshalb gelebt, weil es ihm gut getan hat, das glaube ich zumindest.